uns kontinuierlich verbessern und dafür suchen wir die besten Talente dieser Welt. Jeder unserer Jobs wird beeinflusst werden durch Technologie. Deswegen ist auf dieser Veranstaltung nicht nur der Input, den man von der Bühne bekommt und in Workshops bekommt, relevant, sondern auch, dass man anfängt, sich mit anderen auszutauschen, die in die gleiche Richtung schauen. Mein Eindruck von der Veranstaltung ist mega cool. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Von Input über Workshops, über die Feier gestern Abend. Man merkt halt einfach, wie die ganzen Teilnehmenden für das Thema Digitalisierung brennen. Ein Highlight war definitiv der Vortrag von Sascha Lobo. Auf dem Next Digital Leader Summit bin ich natürlich vor allem deshalb, um zu sagen und auch zu zeigen, worauf es ankommt, wenn man die Zukunft mitgestalten möchte. Alle müssen im Grunde genommen verstehen, wie kann ich Technologie sinnvoll in meinen Job einsetzen, wie verändert sich mein Job durch Technologie. Was sehr spannend, glaube ich, nochmal ist, dass man sich austauscht mit verschiedenen Leuten über verschiedenste Themen und Technologiethemen nochmal tiefer legt in den Workshops. Man hat mit Leuten zusammengearbeitet, die wussten, vor sich sprechen. Man hat sich tiefer in das Thema einarbeiten können. An dem Workshop hat mir sehr gut gefallen, dass es sehr interaktiv war. Ich fand es einfach cool, dass wir auch auf einer Wellenlänge waren. Mein persönliches Highlight war auf jeden Fall der gestrige Abend mit dem gemeinsamen Dinner. Das hat mir nochmal die Möglichkeit gegeben, sowohl mit Associates von PwC als auch mit anderen Event-Teilnehmenden nochmal in Kontakt zu kommen. Dadurch, dass ich einen sehr technischen Studiengang habe, bin ich mit dem ganzen Beratungsbereich noch nicht so sehr vertraut und finde das einfach super interessant, dadurch meinen Horizont zu erweitern. Ich habe neue Leute kennengelernt, hat unglaublich Spaß gemacht, PwC kennenzulernen. Der Vibe, die Veranstaltung war super gut organisiert, es war ein richtig tolles Programm.